Zeit ein immens kostbares Gut. Ob im Privat- oder Arbeitsleben, in sozialen Netzwerken oder im Freundeskreis. Überall werden wir gefordert. Der gesellschaftliche Druck zwingt uns immer da und bestmöglich erreichbar zu sein. Aber warum verspüren wir einen immer stärker werdenden Zeitdruck? Die Beschleunigung ist ein sich selbst antreibendes System. Der Faktor Zeit ist Geld spielt vor allem bei der technischen Beschleunigung eine große Rolle. Um einen Wettbewerbsvorteil am Markt zu erlangen, verlangt man von uns als einzelne Person schnelles und fehlerfreies Arbeiten. Betrachten wir diese Entwicklung nun auf lange Sicht, so stellen wir eine Produktionsbeschleunigung fest. Durch den technischen Fortschritt sind Arbeitsprozesse nicht länger lokalisiert und der Raum verliert immer mehr an Bedeutung. Emotionale Beziehungen lassen auch in unserem Privatleben nach. Kontakte werden in sozialen Netzwerken gesammelt und durch einen einzigen Mausklick beenden wir Freundschaften. Der technische Fortschritt hat zur Folge, dass wir nun mehr Handlungen in kürzester Zeit abwickeln können, wodurch unser Empfinden nach Zeitknappheit steigt. Das Leben ist begrenzt, dadurch entsteht der Wunsch, das Leben in vollen Zügen auszukosten. Multitasking und Stress stehen an oberster Stelle. Die Option einer Auszeit haben wir nicht. Wir können nicht einfach stehen bleiben, ohne von der Gesellschaft ausgeschlossen und zwangsentschleunigt zu werden. Uns stellt sich am Ende eine Frage. Bewegen wir uns gar am Ende so schnell, dass wir erstarren und regungslos das Ergebnis unserer Turbogesellschaft betrachten? Wieder darüber philosophieren, was der wahre Sinn des Lebens ist? Uns bleibt nur ein Ausweg: Effektivität.